Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil der Vipers Infothek und es sind ein paar Kleinigkeiten, die ich eben loswerden möchte und die auch demnächst anstehen. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, wie alle schon wahrscheinlich bemerkt haben, es ist diesen Monat kein Tagebuch rausgekommen, weil es ist auch nicht wirklich was passiert. Also nichts, was, ich sag mal, 10, 15 Minuten füllen würde. Deshalb bringe ich das im Endeffekt hier. Das Becken steht gut, ich kann mich nicht genug beschweren. Ne? Also, ne? Hier. Und das Einzige, was tatsächlich passiert ist, ich habe einen kleinen Osmoseunfall gehabt. Zum Glück war der in Anführungszeichen begrenzt. Ich hatte meine Nachfülleinrichtung bzw. meine Pumpe unten aktiviert, bin abgelenkt worden und habe dann mal so eben so um die 30, 35 oder knapp 40 Liter wahrscheinlich Osmosewasser ins Becken gepumpt. Zum Glück ist es mir aufgefallen, weil der Wasserstand im Becken gestiegen ist. Somit ist mein Abschäumer übergekocht und ich hatte eine riesen Schaumparty im Becken unten. Gleichzeitig hatte ich aber auch einen Abfall der Dichte um 3 Punkte, also von 35 runter auf 32. Was ich dann im Endeffekt gemacht habe, war ganz einfach. Ich bin hingegangen, habe jetzt erstmal wieder den Normalwasserstand hergestellt, also die normale Menge, und habe dann in meinen Beruhigungsschacht die entsprechende Menge an Salz reingepackt, um wieder auf die 35 PSU zu kommen. Bei Becken bzw. bei schnellen Hin und Her innerhalb kürzester Zeit tut den Korallen das am wenigsten was. Hätte ich jetzt diese 32 PSU gelassen, hätten wahrscheinlich meine Euphilias oder ähnliche LPS die Köpfe geschmissen, hätten das gar nicht gut gefunden. Somit hatte ich keinerlei Verluste. Das ist jetzt so knapp, lass mich nicht lügen, 7-8 Tage her. Alles steht gut. Und ja, ihr seht selber im Hintergrund, das Becken sieht richtig, richtig gut aus. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt betrifft das Projektbecken, das dann jetzt endlich nächste Woche starten wird. Ob ich nächste Woche schon ein passendes Video dazu raushauen kann, weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe oder nicht, weil kommt gleich auch noch eine weitere Info. Es wird ein kleines bisschen eng mit der Zeit, weil es muss ja auch vernünftig aufgebaut und ich möchte für euch alles dokumentieren, was ich da mache. Also muss es auch vernünftig sein. Fakt ist, nächste Woche kommt das Gestein und dann gucke ich mal, wie ich das Ganze auf die Kette kriege. Dann geht das Projekt los und ich habe da auch schon richtig, richtig Bock drauf. Ja, und kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Infothek. Der letzte Punkt der heutigen Infothek ist, dass wir unseren Livestream nächste Woche Samstag um 19.30 Uhr machen. Das Thema wird sein Versorgungssysteme. Und ich kann euch sagen, es wird definitiv eine kleine Überraschung für euch geben. Was es sein wird, erfahrt ihr dann im Stream. Also, ich hoffe auf entsprechende Zuschauerzahlen und auf die üblichen Verdächtigen natürlich. Ich freue mich auf euch dann nächste Woche im Livestream am Samstagabend um 19.30 Uhr bei mir auf dem Kanal. Bis dahin würde ich mal sagen, schaut euch noch das ein oder andere Video an, lasst noch ein Abo da. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt mir den Daumen hoch. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte und macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war die Infothek für heute. Ciao und schönen Restsonntag.